dem Videoblog Dog Urgestein. Wir wollten euch heute Abend mit einem kleinen Unboxing-Video erfreuen. Es geht um das flammneue Apple TV 4K. Heute erst auf dem Markt erschienen, heute Nachmittag geliefert worden von DHL. Und ich bin wahnsinnig begeistert und freue mich tierisch, das Ding jetzt mal auspacken zu dürfen und auch nachher mal anschließen zu dürfen, weil ich mich jahrelang darauf gefreut habe, im Grunde genommen mit der letzten Edition des Apple TVs ist das Ding ja nun wirklich viel, viel besser geworden und kann eine ganze Menge Apps ja, im Grunde genommen abspielen, wiedergeben, wie auch immer, Streaming-Apps. Ich benutze sehr gerne Plex, das werden einige von euch vielleicht kennen, das ist die klassische Streaming-App, die wirklich fantastisch funktioniert auf dem alten Apple TV, auf dem der dritten Generation. Und ja, das hier ist jetzt also das neueste Apple TV, das Apple TV 4K. Die Box, klassisch wie bei Apple, nicht anders gewohnt, in weiß gehalten, ganz ordentlich gemacht, hier hinten ein leichter Text drauf, Unterstützung für HD, 4K, HDR und Dolby Vision Video, Siri zum Suchen nach und Wiedergeben von Filmen und TV-Sendungen verwenden, tausende von Apps und Spielen im App Store finden, Fotos und Videos vom iPhone mit AirPlay teilen. Ich habe mich für die 32 GB-Variante entschieden, da ich ein ziemlich großes NAS besitze und letzten Endes ja eigentlich nicht so viel Speicher für Apps brauche, sondern meine 4, 5, 6, 7 Apps auf dem Gerät habe, die ich immer wieder benutze, und die brauchen halt wirklich keinen 1 GB. Also demnach sind die 32 GB wirklich völlig ausreichend für das, was ich damit machen werde. Ja, und wenn ihr Lust und Laune habt, dann machen wir das Ganze jetzt mal auf und gucken mal rein, was uns in der Verpackung erwartet. Dieses unglaublich professionelle Opener-Tool hier, also known as Nagelfeile, wird uns jetzt ein bisschen helfen, das Ganze zu entwirren hier. Klassische Plastikfolie drumherum. Ist eigentlich schade, dass Apple als Firma, die sich so viel auf die Fahne schreibt, Umweltgedanken in irgendeiner Form nach vorne zu stellen, in den Vordergrund zu stellen, immer noch eine Plastikfolie drumherum macht. So, jetzt kommt der große Moment. Tada! Da ist also das neue Apple TV. Ein bisschen dicker als das alte, so vom ersten Gefühl her. Ein bisschen schwerer, und die Luftschlitze, das habe ich vorhin im Internet gelesen, hier unten sind auch noch mehr Plastik, sind auch neu, denn darunter verbirgt sich ein Lüfter. Buh, Apple, buh, warum ein Lüfter? Das mag daran liegen, dass dieses Apple TV halt wesentlich leistungsfähiger ist und im Vergleich zu der letzten Generation halt die vierfache Menge an Pixeln bedienen muss. Letzten Endes besteht ein 4K-Bild halt aus vier Full-HD-Bildern. Und demnach muss es ja auch viermal so leistungsstark sein, um das Ganze zu befeuern. Schauen wir uns das Ganze mal an. Stromanschluss, HDMI-Ausgang, Netzwerkanschluss. Jetzt Gigabit Ethernet und nicht mehr nur 100 Mbit. Macht auch Sinn, denn manche Filme haben einfach so viel Speicherplatz, beziehungsweise benutzen so viel Speicherplatz, dass man mit 100 Mbit nicht mehr auskommen würde für die Übertragung pro Sekunde. Hier hinten das Apple-Logo, ich hoffe, man kann das einigermaßen vernünftig sehen. Das Ganze ist das Modell A1842, wenn ich das richtig lesen kann. Und klassisch in tiefem Schwarz gehalten. Wie gesagt, etwas dicker, etwas schwerer als das alte Modell, aber ansonsten klassisch Apple TV. Dann haben wir hier die neu designte Fernbedienung, auch wieder in Plastik eingepackt. Die neue Fernbedienung, die jetzt im Gegensatz zu früher einen weißen Kreis um die Menütaste hat. So ganz erschließt sich mir das nicht, warum Apple das getan hat. Ich vermute, das hat ein bisschen was damit zu tun, dass man im Dunkeln, wenn man vielleicht einen Film im Dunkeln genießt, leichter die Taste findet durch Berühren. Das fühlt sich also deutlich anders an als die Taste daneben, die mit dem Bildschirm drauf. Hier unten wieder der berühmte Lightning-Port zum Aufladen. Wer ein iPhone hat, kennt das Ganze schon etwas länger. Schönes gebürstetes Aluminium hinten, die Rückseite. Nach wie vor, wenn die Jungs was machen, machen sie es vernünftig und richtig. Sehr schönes Teilchen, aber wie gesagt, kein großer Schritt zur letzten Fernbedienung. Diese hier wirkt auch ein kleines bisschen schwerer, aber der Unterschied ist, würde ich sagen, marginal. So, was haben wir noch in der Packung? Das klassische Stromkabel. Noch mehr Plastik. So. Aber auch nichts Besonderes.
Also stinknormaler Stromanschluss, wie man ihn kennt. Wer in den 80ern geboren ist, wird sich vielleicht an Kassettenrekorder erinnern. Die hatten in den 80ern schon genau diesen Stromanschluss. Fortschritt sieht anders aus, aber vom Prinzip her funktionieren die Dinger ganz gut. Und das Netzteil ist in das Gerät eingebaut. Das ist eigentlich auch ganz schön. Man hat nicht noch ein riesen Netzteil da rumfliegen. So, und ansonsten ein Pappteilchen. Und hier der Rest des Zubehörs, die üblichen Apple-Kurzanleitungen und die Garantiebedingungen, die sich wahrscheinlich eh kein Mensch durchliest. Ich nehme mal die deutsche Variante. Für die Aufkleber-Junkies, jawohl, zwei weiße Aufkleber zum Apple TV. Für eure Autos, Fahrräder, Rollschuhe oder was auch immer. Und hier die ersten Schritte. Das Apple TV ist einfach zu installieren, ja. Das würde ich wohl unterschreiben. Das Ganze sind gerade mal zwei Seiten. Ich vermute, selbst mein 75-jähriger Vater würde damit gut zurechtkommen. Also demnach kein großes Problem. Dazu das Lightning-Kabel. Ah, Fortschritt. Hier ist es tatsächlich jetzt Pappe und keine Plastikfolie mehr, die um das Kabel gemacht worden ist. Das ist sehr löblich, wenngleich das nur ein Kabel von ganz vielen ist. Letzten Endes bleibt doch wieder ein großer Haufen Müll übrig, wenn man das Ding ausgepackt hat. Ich finde, dass eine Firma wie Apple, die sich auf die Fahne geschrieben hat, hier sehr, sehr viel für die Umwelt tun zu wollen und diverse Schadstoffe in ihren Produkten nicht mehr zu benutzen, auch darauf achten könnte, dass man an der Stelle nicht so viel Plastik einsetzt. Aber das ist nur so der Nebenbeigedanke. Ich muss sagen, mir gefällt das Gerät von der Optik her gut. Es ist kein großer Schritt vom alten Apple TV. Es ist, wie gesagt, ein kleines bisschen dicker geworden, das Ganze. Obendrauf, wenn man hier vielleicht noch mal ein bisschen sehen, das berühmte Logo. Ich glaube, dass die Typo, die Schriftart ein bisschen andere ist als beim anderen Gerät. Das werde ich im Review, das wir später noch machen werden, mal genauer eruieren. Und ja, das Gerät macht also einen sehr wertigen Eindruck, wie immer bei Apple-Produkten. Es ist sehr hochwertig verarbeitet. Alles gerade, keine scharfen Kanten, keine Grate, die überstehen. Also wirklich auf den ersten Blick sehr, sehr schön. Ich freue mich drauf, wenn das Ding nachher mal in den Betrieb geht, weil ich tierisch gespannt bin, ob wirklich natives 4K-Format, was man sich ja jetzt im iTunes Store runterladen kann, so viel besser aussieht auf einem 4K-Fernseher. Ich habe einen 4K-Fernseher von LG, nichts Besonderes, aber klassische, nennen wir es mal Saturn-Mediamarkt-Ware. Aber ich bin sehr gespannt, ob das neue Apple TV halt auf dem Teilchen richtig was kann. Und dazu gibt es ein Review später hier auf dem Kanal. Wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht ein Abo da und ansonsten nehmen wir auch gerne Kritik auf. Schreibt uns in den Kommentaren und ja, schönen Dank fürs Gucken. Bis dann. Ciao.